Weißt du, und dann der Erdo-Ding, der allerschönste, der Türke Kappo sitzt bei uns ins Fernsehen, ja. Was geht? Ne? Ja, wenn das Volk demokratisch eine Diktatur wählt, da kann ich mich nicht dazu. Ha, ja, hat der Tatsache. Das musst du dir mal auf der Zunge vorstellen. Na. Und bei uns, die deutsche Türke in Köln, stehen hier, ja, für Todesding, für den Diktator Erdogan. Tatsache, stehen da hier. Freilandhühner demonstrieren für Käfighaltung. Tatsache, das sehe ich. Miami weiß nicht, da haben wir die Kassette in der Schulbank. Folge 2, Folge 3. Ne? Aber wir waren auch extrem. Ne? Unser Mathelehrer hat immer gesagt, ihr seid extrem. Er hat gesagt, ihr seid außerordentlich blöd. Der Hans Bellmann, genannt Hels Belz. Der ist als reingekommen und gesagt, das geht gar nicht. Wie macht ihr das? Ich bin seit 20 Jahren Mathelehrer, aber so blöd, das war noch nie da. Ne? Wie blöd kann man sein? Ich habe mir gesagt, Herr Bellmann, wir wissen es doch auch nicht. Ne? Aber wenn man einen Hinweis hat, faxen wir ihn durch. Wir sind auch ganz gespannt, wir wollen es auch wissen. Nein, wir waren schon extrem, aber. Aber geh doch heute mal an den Schuleingang, die sind auch nicht besser. Die Zipfelgesichter da, weißt du? Keine 18, ne? Die Windel pappt noch am Ding. Ne? Aber wenn du die SIM-Karte ziehst, sind sie bewusstlos. Oder? Da geht nichts mehr. Ah, ja. Dann fehlt das fünfte Organ. Ne? Wer bin ich? Ja, du bist ja selber mit deinem Selfie-Gesicht. Guck dir das an. Ne? Mit deinem abgeschossenen. Ne? Ah, ja, WLAN weg, Burnout wahrscheinlich. Ne? Ah, ja. Aber die Frisur stimmt, weißt du, die sitzt. Das ist die Frisur ist von dem Fußball da. Wie heißt der? Der Portugal-Gockel. Der Ronald Ding da. Ne? Dem sei Frisur wird mit dem Hubschrauber eingeflogen. Glaub mal. Weißt du, der Helikat. Zack. Aber vom Ding her kann man nichts sagen. Ne? Der, von der Figur muss ich sagen, Hut ab. Ne? Der trainiert Muskeln an Stelle. Da habe ich gar keine Stelle. Warte. Aber. Ne? Das habe ich auch nicht gewusst. Ne? Weißt du, wie viele Liegestütze der schafft? Weißt du, wie viel? Alle. So. Rolf Miller.